Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und jawohl Leute, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an alle Leute, die gestern am Start waren im Livestream. Es war so geil, wir sind absolut eskaliert mal wieder, ja, was soll man noch sagen, es war absolut heftig mit euch zu streamen, es hat richtig Bock gemacht, wir haben richtig viel geöffnet, 21 Packs waren einfach am Start und gerade eben auch wieder der Voice Crack, Leute, meine Stimme ist immer noch weg, also fast weg, ja, das war absolut wild, das war einfach krank, ja, ihr werdet ja gleich alles sehen, was wir gemacht haben, was los war. Es war einfach, Leute, es war einfach unfassbar. Und jawohl, Leute, das heißt, wir gehen erstmal rein hier ins Retro Stars Event. Wir sind hier im Wochenmitte, Wahnsinn, kann ich euch auch zeigen. Da habe ich NDD abgeholt. Ich kann mir noch hier eigentlich noch die XP abholen. Ja, kann ich eigentlich schnell machen oder ich mache es halt privat. XP habe ich derzeit sowieso ganz, ganz viel. Ja, liegt halt daran, dass ich ganz viel XP gezogen habe. Aber dazu kommen wir auch gleich noch hier bei der Arcade-Kralle. Also NDD habe ich mir abgeholt. Alexander Arnold dafür, den hat es leider nicht gereicht. Ja, also an alle Leute, die auch das Video von, ich glaube, vorgestern gesehen haben, ja, die wissen auch warum. Ja, ihr seht ja, ich habe 19 Millionen jetzt am Start. Das heißt, da geht ein bisschen mehr jetzt auf jeden Fall. Und genau, sonst Rad City kann ich euch auch nochmal zeigen, was ich gezogen habe. Ich habe zwei 94 Plus Packs geöffnet. Ich habe hier im einen einen Pau Torres gezogen und im anderen einen Baronet Xea, wie auch immer. Wie auch immer, ich weiß nicht genau, Baronet Xea, wie auch immer man den nennen möchte, ich weiß es nicht. Dann hatte ich noch einmal hier auch den Morelos am Start. Da wurde ich anders hops genommen von EA, Leute. Das muss ich euch einfach mal nochmal einblenden, weil ich hatte einfach nicht an Morelos gedacht. Ich hatte an Ake gedacht, als ich gesehen habe, dass noch ein Spieler drin ist. Leute, ich blende es euch einfach ein. Leute, let's go, komm, gönn Ake, gönn Ake, EA, gönn Ake, gönn, ja, oh nein, ich dachte schon, es ist Ake, F in den Chat, Leute, ich dachte, es ist Ake, ich habe nur gesehen Spieler und dachte, es ist Ake, ich habe nur Spieler gesehen, es ist Ake, Leute, F, 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 ich will jetzt alles voller F sehen, oh nein, EA hat mich so hops genommen, Alter, ich wurde noch nie so hops genommen. Ja, ihr habt es gesehen, Leute. Ich bin jetzt einfach komplett gebrochen gewesen danach. Ich wurde noch nie so hops genommen von EA. Das war es wirklich komplett. Ich dachte halt, Real Talk, da ist jetzt einfach Nathan Ake drin. Aber es war nicht Ake drin. Nee, es war einfach ein wundervoller Morelos. Ja, ich kann euch mal kurz noch zeigen. Am Freitag ist ja der nächste Livestream. Da werden wir auch nochmal reinstarten. Hier kann ich auf jeden Fall nochmal einen 94-Plus-Spieler abholen. Genau, und dann einfach mal gucken. Ich werde dann einfach, denke ich mal, hier weitergehen, in die Richtung. Dann wird es ein bisschen dauern, ehe ich den nächsten 94-Plus-Spieler abholen kann. Genau, gehen wir einfach dann hier runter, denke ich. Hier runter, zack, und halt alle 94er abholen. Das ist so die Devise. Ich hoffe, ich ziehe Kanté. Das ist so meine Hoffnung. Mal gucken, ob sich dann meine Hoffnung auch irgendwann nochmal erfüllt. Es wäre eigentlich ganz nice, den zu ziehen. Aber man weiß ja nie, Leute. Man weiß ja nie, was da los ist. Und genau, so. Und dann können wir uns nochmal weiter vorarbeiten zum Retro-Raum. Da kann ich auch nochmal zeigen. Okay, da habe ich jetzt noch... Ah, okay, das heißt, ich kann nochmal spielen. Ich kann einmal noch spielen, einfach im Parcours kommen. Den rennen wir hier noch ganz schnell durch, ganz klare Sache. Zack, zack, hier auf Speedy Gonzales angelehnt. Rennen wir jetzt hier noch schnell durch den einfachen Parcours mit Timo Werner wahrscheinlich. Genau, ich habe nämlich, ihr habt ja auch wahrscheinlich gesehen, ich habe jetzt 176. Das liegt an ein paar Rängen, die ich noch bekommen habe. Aber dazu gleich noch mehr, denn ich hatte nämlich zwischendurch schon 23 Millionen, weil einfach in den Packs, ich habe so oft Münzen gezogen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich hatte natürlich auch noch ein paar Spieler verkauft, Mondi ist verkauft worden, De Ligt ist verkauft worden, jetzt habe ich nur noch ganz, ganz wenige Spiele im Verein, aber nee, was heißt wenige, es sind bestimmt immer noch 100 oder so, die muss ich alle irgendwann mal verkaufen, aber viele sind halt einfach gar nichts mehr wert, so vom Summer Celebration Event und so, genau, so, oh, 500, ah, genau, gestern gab es nämlich hier auch Arcade-Token, heute gibt es die wieder, ich glaube, da öffnen wir auch gleich nochmal 5 Packs, mal schauen, und jetzt möchte ich euch aber einfach nochmal zeigen hier, was ich jetzt wirklich gezogen habe aus 21 Packs, 21 Packs habe ich geöffnet in der Arcade-Kralle, das habe ich gezogen, ja, es sind noch Coutinho und Martial übrig, den Rest habe ich alles gezogen. Ich werde aber ab sofort jetzt wieder nur noch auf den Livestream sparen, das am Freitag, das heißt, ich werde jetzt keine weiteren Packs mehr ausgeben, nichts weiter mehr jetzt, das heißt, Coutinho und Martial bleiben stehen,
Ich werde aber leider keinen davon mehr ziehen. Ist es halt so, muss ich halt damit leben. Und ja, ich habe mir einen Bernardo Silva abgeholt. Sehr, sehr nice, dass der Ehrenbruder auch am Start ist. Den habe ich nämlich jetzt auch in mein Team gestellt. Das zeig ich euch auch gleich nochmal. Denn Neuhaus ist nämlich jetzt auch raus. Jetzt ist hier Ehrenbruder Bernardo Silva mit am Start. Das ist auf jeden Fall eine richtig nice Sache. Und, Leute, am Anfang hatte ich nämlich nur 8 Packs geöffnet und dachte so, yo, bei 8 bleibt's. Dann haben wir den, weil wir auch Kaugummi-Automat noch geöffnet haben, habe ich leider die 1250 Arcade-Token nicht gezogen. Und dann dachte ich mir noch so, komm, Leute, ich hole mir jetzt nochmal ein 2-Euro-Angebot und habe da nochmal 3 Packs offen bei den Kaugummi-Automat. Und dann war es einfach drin. Die 1250 Arcade-Token waren einfach im ersten Pack drin. Ich bin anders ausgerastet vor Freude, dass wir noch so viele Packs öffnen können. Dass wir einfach noch 13 Packs öffnen können. 13 Packs mehr. Leute, ich blende euch das auch einfach hier nochmal ein. Let's go. Ich guck hin. Gönn. Ja, 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 ja. Danke, yay. Kanada, ich liebe euch. Ja, Kanada. Kanada, ich liebe euch! Yay! Ja! Ja, let's go! Kanada! Ja, let's go! Es hat sich so gelohnt! Es hat sich gelohnt! Es hat sich so gelohnt, Leute! Ja, aber habt ihr dann halt noch gesehen, ich habe dann einfach im nächsten garantierten leider nur noch Paulsen gezogen. Leider dann weiterhin keinen Spieler mehr gezogen. Ja. Das heißt, aus den 13 Packs kam dann leider wenig. Also Merino war, glaube ich, noch mit dabei. Und den Rest hatte ich schon. Tja, Martial und Coutinho sind es dann leider nicht geworden. Habe ich mich vielleicht ein bisschen zu früh gefreut. Aber dann war es halt so. Und ja, jetzt habe ich noch 5 von übrig. Ich werde safe nicht die Arcade-Token kriegen. Aber komm, let's go. Also 4 wahrscheinlich. 4-mal öffnen wegen dem 200er. Let's go. Und ich ziehe wahrscheinlich natürlich nicht die 1052. Ja, genau. Ich ziehe Skill Boost. Sind das hier garantiert? Ne, okay. Es war hier nichts davon. So, komm. 3 kann ich öffnen noch. Let's go. Zack. Aber EA gönnt mir jetzt safe nicht mehr. Die 1250 Stück hier. Das wäre ja auch anders krank, wenn sie wirklich hier das nochmal raushauen würden. Nochmal XP. Und einmal können wir noch. Zack, zack. Und wir ziehen wahrscheinlich nochmal XP oder Skill Boost. Ja, das XP. Haha, ich hab's gecallt, Leute. XP habe ich auch so oft gezogen. Ich habe fast durchgehend XP gezogen. So, ich kann nochmal schnell hier Legendenzeug abholen. Legendensplitter. Die nehme ich auch mit 10 Stück. Ja, Volo. Und genau, Quests. Ah, das muss ich eigentlich alles noch machen. Ach, egal. Genau, ich habe jetzt 176 wegen den Rängen von Bernardo Silva. Ich kann euch jetzt nochmal erklären, genau, was ich jetzt vorhabe mit meinem Team. Für Beckham wird noch Henderson kommen, für Maradona kommt noch Wirtz und für Gnabry wird noch vielleicht ein Greenwood kommen und für Kufal wird noch ein Trent Alexander-Arnold kommen. Das ist so jetzt erstmal mein Plan. Chemie ist derzeit jetzt nicht so geil, aber das ist nur ein Chemie-Bug, denn normalerweise habe ich 492. Genau, das ist jetzt hier nur leider ein kleiner Bug. Ein Anzeigefehler, ja, ist halt so, aber wird sich auch, denke ich mal, nicht ändern, wenn ich jetzt hier irgendwas hin und her schiebe, ja, ist halt so, ne, müssen wir jetzt erstmal kurz durchgehen, ja, weil eigentlich habe ich wirklich 492, ist halt nur leider ein Anzeigebug, war auch im Stream so, warum sollte es jetzt nicht anders sein, genau, ich habe nämlich auch Neuhaus, habe ich Neuhaus verkauft, ja, ich habe Neuhaus verkauft, Neuhaus wurde auch verkauft, Leute, jawohl, ich habe jetzt 28 Millionen Münzen am Start und, ja, ich würde nämlich auch, denke ich, dann mal morgen, vielleicht nochmal eine schöne Folge Team-Upgrade hochladen. Noch ein schönes Team-Upgrade machen. Ich habe hier noch ein paar Spieler da. Vielleicht kann ich die noch verkaufen. Ich weiß nicht, die sind vielleicht alle gar nichts mehr wert. Sehr schön auf jeden Fall. Das heißt, Leute, wir sehen uns auch, denke ich, dann mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.